Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 und den Katzen Let's Play Folge. Ich bin Daniel von SimFans.de. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir sind hier im Brick Penthouse. Oh, es wird hier Licht. Es wird hier Licht, ja. Oh Mann. Okay, wir gucken heute. Ich habe vor, heute für Lina und für Rosie eine Wohnung zu suchen. Denn das habt ihr abgestimmt. Die beiden sollen in eine WG ziehen. Ne? Voll Müll hier. Ja, du wirst dich noch wundern. Ich habe mir nämlich überlegt, ihr beiden, ihr kommt. Oh. Meinst du die Serie? Ihr beide kommt in ein Starter-Apartment. Das habe ich mir überlegt, weil ja, wir wollen doch mal hier, die haben alle so fette Häuser, ne? Alles gecheatet, die sollen hier mal gucken, dass die auch mal Teile plündern, dass die auch mal hier irgendwie, allein zurechtkommen, ja, nach so vielen Folgen hier, sollen die mal sich selber finanzieren und gerade für die Kids ist das doch toll, oder? So, die Red und der Blue, die waren ja einklauen im Barbie-Haus. Komm mal hier hin, bitte. Komm mal hier, ja, hallo. Hier hinbringen, hier, Blue. Ihr wart ja ein Clown, du bist immer noch beschämt, ne? Scheiße, das ging alles schief. Wir haben aber im Haushaltsinventar, habt ihr doch den Krams jetzt, ne, was ihr geklaut habt, weil wir müssen ja das Zeug dann verkaufen. So, bevor wir das wieder vergessen. Da, genau, das haben wir letztes Mal geklaut. 100 bringt der Stuhl immerhin, die Statue ist 600. Wahnsinn, Wahnsinn. Schade, dass man die nicht mehrfach klauen kann. So lässt sich's leben. 245 bringt der VIP-Eimer, 185 dieser Stuhl. Poster, hast du Ahnung, wo ist denn das hier? Man weiß es nicht. Hochleistungskarnickel. Von Haushalt Klee gestohlen. Boah, das hast du bei Sina geklaut? Manometer hier. So, und hier eine einzelne Rose. Immerhin. 190 kostet der Spaß. Wahnsinn. Okay, ja gut. Haben wir Fettkohle jetzt erstmal gemacht. Bringt dir aber wenig, Lina. Und deswegen, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt einfach mal, welches Apartment denn am besten passt zu den beiden. Das möchte ich unbedingt mal machen. Weil, ja, ich weiß noch gar nicht, wo die hinziehen sollen. Ich habe mir nur überlegt, die sollen nicht schon wieder eine Villa bekommen. Die sollen jetzt mal gucken, dass wir wirklich mal so ein richtiges Gameplay auch machen, dass wir auch wirklich ohne Cheats mal über die Runden kommen. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Aber ja, das wäre nicht schlecht, ne? Ist eine Challenge. Also es soll auch so ein Starter-Apartment sein. Ich würde nicht irgendwie so eine Luxus-Allee und Sandview und was hier, XXL-Apartment. Da wohnt übrigens Daenerys Sturmtochter Targaryen. Oder hier mal gucken, ne? Landgrab-Apartments. Ne, das ist alles zu teuer, ne? Auch viel zu groß. Hier haben wir auch Apartments in der Nähe des Brick Penthouses. Sind mir aber auch noch zu groß, ne? Also das ist irgendwie auch noch nichts. Was haben wir da? Mal gucken. Ah, da wohnen die Container-WG jetzt drin. Okay. Weil die wurden ja rausgeschmissen, weil das ist jetzt mein Jugendhaus. das ist ein bisschen zu klein. Da gibt es nur ein Schlafzimmer. Also wir brauchen schon zwei Schlafzimmer, ne? Gucken wir mal hier weiter. Was gibt es da denn? Da gibt es nur zwei. Das würde gehen. Das ist aber jetzt auch nicht so schön. Kostet 8.240 die Einrichtung. Ich würde mal sagen, die kriegen auch 20.000 einfach, ne? Mal gucken, wie das läuft beim Auszug. Das ist mein Zocker-Apartment auch. Wäre auch nicht schlecht, aber da haben wir auch ein Zimmer zu wenig. Da wohnt schon jemand drin. Diese hier vielleicht. 20.000, 18.335. Das ist immer ein guter Start hier, oder? Das ist wieder zu klein. Komm, da gehen wir doch da rein. Ja, let's do it. Let's do it. So zum Start. Wir gucken mal. Können wir immer noch dann umziehen? Da ist man ja schnell wieder raus aus so einer Wohnung. Und wie mache ich das denn jetzt am besten? Wir müssen Haushalte verwalten, glaube ich, mal rein, ne? Also müssen wir mal hier gucken. Wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir diesen Haushalt, Sims zwischen den Haushalten verschieben. Genau. So müssen wir das machen. So. Wir machen einen neuen Haushalt. Und da kommt hier die Lila rein. Und ja, ne, erstmal so, muss ich glaube ich jetzt bestätigen. Ja, so. Oh, ich glaube das alles, ich habe Angst. Der Blue bleibt noch zu Hause, ja, da gucken wir mal. Vielleicht sonst voten wir das nochmal. Und dann machen wir nochmal Haushalte verwalten. Genau, jetzt gehen wir mal da rein. Ne, wir müssen in die Braunklee-Family rein, genau. Und da gehen wir zu Rosie. Hier. So, und die Rosie, die muss jetzt in den neuen Haushalt, ne? Eieiei. Nicht in Welt, oder? Ach, wo ist jetzt? Ach komm, das muss ich jetzt ehrlich hier suchen, oder was? Das gibt's ja mal gar nicht. Ach nö, jetzt. Das kann ja jetzt wohl nicht sein. Wie soll ich das denn jetzt suchen?
Wie heißt der eigentlich mit Nachnamen hier? Goldklee auch. Können wir den auch auswählen? Und jetzt gucken, dass wir aus Newcrest, wo ist Newcrest? Da. So, und du, Rosie, du kommst jetzt hier rüber. So, da la. Vielleicht können wir auch die Hannah da einziehen lassen, wenn die Teenagerin ist oder so. Die können ja auch schon dann ausziehen. Die sind beide, glaube ich, junge Erwachsene. Na, dann machen wir das mal so. Und wo sind sie denn jetzt? Die da sind Goldklee. Wie nennen wir die denn jetzt eigentlich? Das sind die Teenie-Klees. Das sind die Teen-Klees. Die WG-Klees. Die WG-Klees, so. Die Klee-WG. Komm, wir machen die Klee-WG. Das ist doch toll, oder? Sieht ein bisschen an wie Klo-WG, aber wir machen einfach Klee-WG. Zur Klee noch groß geschrieben hier. So, fertig, ne? Fertig. Die Klee-Teens. Junge Erwachsene, ja, whatever. Okay, also. Und jetzt hier auf ein Grundstück verschieben. So müsste das doch jetzt gehen. Wo waren die denn jetzt? Ich glaube, da waren die, ne? Hier ist es doch. Ja, das können wir uns leisten. Wochenmiete 600 Simoleons. Konsum 560 und 18.335 kostet das. Und haben wir noch ein bisschen Kohle auch. Reparatur und pflegebedürftig. Ein prima Ob und deine Geschicklichkeitsfähigkeit zu verbessern. Okay. Ja, dann machen wir doch das jetzt so. Wir geben dann das hier aber auch, oder? Wir machen hier Klee-WG, heißt die Adresse jetzt. So. Wir sind ja hier, so. Haben wir jetzt das Richtige ausgewählt? Man weiß es nicht. Stopp, ist es das jetzt hier auch, ne? Ja. Also markiert es dann das andere, wenn ich hier weggehe. Naja, gut, okay, also das müsste jetzt klappen hier. So, möbliert, genau, bitte, danke. Okay, jetzt sind die da eingezogen, oder? Yay, sehr cool. Oh, ich habe immer Angst um Rosie, weil die verbrennt uns darüber so schnell. Unsere Vampir-Girl-Lady. Wir müssen noch ein bisschen lernen, die Vampirsager-Fähigkeit, damit du auch in der Sonne besser auskommst. Wir haben ja schon mit dir in einer der letzten Folgen auch schon diese Getränke da geübt. Und da auch nochmal zu Info vielleicht. Ihr habt auch gewotet, ich habe euch abstimmen lassen, soll die Rosie ein Vampir-Restaurant eröffnen? Also soll ich da eins bauen erstmal? Habt ihr geschrieben, ja klar, hier mit Abstand. Vergiss nicht rechtzeitig deine Miete zu zahlen. Ja, gleich mal hier. Angemault. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da. So, das ist unser Apartment. Kruschert im Gameplay. Mit Blick nach hinten. Boah, das sind echt schön hier, die Häuschen. Schade, dass man da nicht überall einziehen kann. Okay, das ist unser Apartment. Rosie, ist das dein Zimmer? Hier, komm, dann machen wir das gleich mal. Und dann ist das hier. Oh, du hast ein größeres Zimmer dann. Die Lila hat ein größeres. Also das ist dein. Das ist deins und das ist dann deins hier. Guck mal an. Sogar ein Keyboard. Ich bin eine Goldklee. Was soll ich in so einem schäbigen Apartment jetzt? Ja, so ist das halt. Liegt sogar hier ein Teppich rum mit Stück Grünzeugs. Wow. Also sieht cool aus, oder? Oh, was haben wir denn da? Was müssen wir denn da machen? Oh, oh. Oh, oh, was ist denn das hier? Oh, das ist überall so Schachtzeug und so. Oh, oh. Ich glaube, da kann mal irgendwie der Strom kaputt gehen oder so. Ich glaube, man muss ja echt viel reparieren. Reparaturbedürftig heißt es ja auch. Okay, also das können wir mal so nehmen für den Anfang, oder? Wir haben noch 1115 Simoleon. Denkst schon an die Mami, an die Red. Ja. Familienmitglied nachdenken. So, wir müssen jetzt mal gucken, wie geht's euch denn? Ja, ist ja dann noch voll grün. Was arbeiten wir denn? Das hätte ich jetzt natürlich auch vorher fragen sollen. Wäre zumindest sinnvoll gewesen. Wir gucken jetzt einfach mal. Was macht denn die Lila? Ich habe mir zu Lila habe ich nichts mehr aufgeschrieben. Lila, nee. Haben wir nie eine Umfrage gehabt, was die eigentlich arbeiten soll? Dann wir gucken jetzt einfach mal. Was passt denn zu Lila? Was hast du denn für Merkmale? Warte nochmal. So, mal gucken, sinnvollerweise. Ich glaube, du bist tollpatschig, oder? Was ist denn das hier da? Tollpatschig, gut, romantisch, gute Manieren, verführerisch. Also du wärst perfekt als schwarze Witwe-Challenge-Girl hier. Hm. Komm, wir gucken mal nach einem Job jetzt. Wir brauchen einen Job, unbedingt. Wir brauchen einen Job, Lila. Call. Sieht echt voll schäbig aus, ne? Eieiei, was die Entwickler so einrichten. Wo geht's denn da hin? Da ist eine Tür hier raus. Polizistin, Wissenschaftlerin, Ärztin. Astronautin, Business. Ein Business Girl. Oh, das wäre cool. Ein Business Girl. Oder Politikerin. Das gibt's doch auch, ne? Schriftstellerin. Was haben wir denn noch nicht? Malerin, Leckermoll, Kritikerin. Oh, das ist auch eine tolle Karriere. Das ist nicht schlecht. Jeder hat eine Meinung, ne? So ein bisschen Püppchen ist sie ja schon. Verführerisch, ja, das könnte auch, also Kritikerin, das ist, da gibt es, glaube ich, Kunstkritikerin und was gibt es noch für Kritiker? Da gibt es zwei Kritiker, Restaurantkritikerin, ah ja, genau, klar. Also wir machen da mal, also künstlerisch, passt das zu ihr?
Ja, farbenfroh. Entertainerin, Geheimagentin, das sind alle langweilig. Ne? Politikerin wäre auch nicht schlecht. So ein bisschen hier protestieren und Leute überzeugen und... Lila, was machen wir mit dir? Du bist Kritikerin, komm, das finde ich cool. In the city hier, komm, das machen wir. Das machen wir hier, Kritikerin. So, hat die Kritikerinnen-Karriere eingeschlagen. Lila ist jetzt Storyforscherin bei San Myshuno Times. Oh, sie beginnt am Montag um 10 Uhr. Arbeitsaufgabe, höheren Level in der Schreibfähigkeit erreichen. Soll Lila Goldklee ins kalte Wasser springen und die Aufgabe annehmen? Natürlich, ne, das machen wir doch. Gucken wir jetzt mal die Karriere an. Höheren Level in der Schreibenfähigkeit erreichen. Okay, dann kannst du nicht mal schreiben, bitte. Du musst jetzt hier über die Runden kommen. Ja, hier Kolumne schreiben, oder? Ja. Probieren wir mal aus und dann kannst du danach auch nochmal schreiben üben, wenn du gerade eh grün bist. So, Rosie, unsere Vampir-Girling hier. Du, bei dir ist es einfacher, weil du musst ja eigentlich gar nicht schlafen, ne? Du brauchst ja eigentlich einen Sarg nur. Wir können ja auch hier mal dunkle Meditation machen. Genau, du brauchst gar kein Bett, du brauchst einen Sarg. Schatzlein. Das machen wir doch jetzt mal, oder? Du kriegst einen Sarg von uns. Wo ist denn das drin? Auch bei Komfort? Ich glaube schon, ne? Müsste hier eigentlich irgendwo auch zu finden sein, hier in den Betten. So, was können wir uns denn leisten? Hier 950, ne? Dann haben wir schon wieder kein Geld mehr. Wieso haben wir den Sarg eigentlich nicht mitgenommen? Das wäre mal ganz cool gewesen, hätten wir das Krams hier mitnehmen dürfen, ja? Haben wir jetzt leider nicht. Jetzt haben wir schon wieder kein Geld mehr. Für eine Holzkiste, Mann. Oh, das steht auch noch falsch rum, ne? Da müsste man vielleicht umdrehen. Das ist besser so rum, oder? Ist egal. Hä? Nee, es sind nur die Griffe. Ich dachte, es sind die Scharnierdinger da. Ja, also gut, dann. Nee, alles gut. So, du brauchst nämlich gar kein Bett. Hast du wenigstens irgendwie noch Plasmafrüchte oder irgend so ein Grams? Da hast du Plasmafrüchte. Kann man die eigentlich einpflanzen im Haus? Das weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren. Wir haben leider keinen Dachgarten oder sowas. Wäre mal cool gewesen, sowas. Wir gucken mal unter, ist das glaube ich bei draußen mit dabei? Hier irgendwo, ne? Genau, da müssen wir mal gucken. Weiß nicht, brauchen wir da einen kleinen oder einen großen? Das Ding kostet schon wieder 200. Wir haben jetzt schon wieder, ich gebe schon wieder zu viel Geld aus. Wir müssen ja irgendwie über die Runden kommen, ne? Also irgendwie brauchen wir ja schon Kohle. Ich will mal sagen, wir machen das mal hier weg, weil das brauchen wir ja nicht. 500 für einen Schrank. Können sie auch so umziehen. Probieren wir das mal aus, ob das überhaupt geht. Weil wenn nicht, dann ist ja auch hier schon klar. So, kann man das hier? Geht nicht, ne? Geht es nicht? Das geht nicht. Ne. Einpflanzen geht nicht. Lass mal Fruchtsamen kaufen. Kann man das Ding nicht einpflanzen? Lass mal Fruchtsamen kaufen. Da, probier. Oh, 300. Habt ihr auch einen Schaden. Aber ich glaube, man kann die... Ist das Gleiche? Ich weiß es nicht. Braucht man da wirklich Samen oder kann man da auch die Früchte einpflanzen? Eigentlich kann man doch die Früchte auch einpflanzen. Das ist ja auch noch ein... Oh, sondern wenn der Cocktail ist verdorben. So. Wo ist es jetzt hier? Wo ist es jetzt? Wo sind jetzt die Samen? Wo sind die denn jetzt? Hallo? Hat das jetzt nicht geklappt? Haben wir dann nur die Dings jetzt bekommen, oder was? Wir haben nur zwei Früchte, ja toll, dann haben wir jetzt wieder voll verschissen hier, Daniel hat Scheiß gebaut. Ja, dann kann man das wirklich wahrscheinlich nicht, weil es zu groß ist, ne? Es ist zu groß für drin. Dann haben wir echt nur die Plasmafrüchte bekommen, na toll. Schon Geld rausgeschmissen, ja. Was machen wir denn dann? Das ist ja doof. Das ist ja blöd. Das ist echt blöd. Man kann das hier echt nicht pflanzen, ne? Das ist so, ja, die anderen könnte man einpflanzen, oder? Federn kann man nicht einpflanzen. Wir haben ja sonst gar nichts. Taubenfeder. Was ist denn das hier? Federhaufen. Den kannst du mal öffnen. Guck mal, ja, hier. Finkenfeder, Krähenfeder, Enkenfeder. Wow, not that bad hier. Das kann man pflanzen. Und die kann man nicht pflanzen. Hier das Objekt in die Spielwelt. Ja, das ist ja toll. Schön für dich. Oder man braucht einen kleinen Topf. Nee, aber in das große Ding müsste ja eigentlich alles reinpassen. Ich glaube echt, die kann man nur draußen pflanzen. Das ist das Problemchen. Das wird das Problemchen sein hier, ne? Das kann man nur draußen pflanzen, oder?
Nee, da geht's. Na denn, also, da komm, mach mal, Rosie, come on. Also, jetzt haben wir es doch auch geschafft. Wieso ging das jetzt beim großen Kübel nicht? Das weiß man nicht jetzt, oder? Machen wir gleich zwei Stück. Und die passen da hin, oder was? Die sagt bestimmt gleich, kein Platz hier. Pflanzen. So. Ja, wir brauchen ja für Nahrung, müssen ja für Nahrung sorgen. Denk schon wieder an die Rocket. Rakete kriegst du nicht hier. Zieh dir mal was an. Eieiei. Singen üben. Outfit ändern und zwar mal hier dein Alltagsoutfit. Aber sing nicht, bitte. Ah, na, Stopp. Stopp, danke. So. Und bewässern, bitte, danke. So. Rosie, wie sieht's bei dir aus? Bist schon fertig mit, ne? Du bist schon hier Mega-Schriftstellerin, bis wir es hier haben wieder. Du musst erst wieder Montag arbeiten. Okay, Level 2 der Schreibenfähigkeit, höhere Level erreichen. Na, dünn haben wir ja gleich geschafft, oder? Sehr gut. Ideale Stimmung inspiriert. So. Ah, du brauchst nicht aufwischen hier. Du, Rosie, aufwischen hier. Komm. Jetzt gucken wir mal, dass das hier was wird hier, ja, hoffentlich. Was haben wir denn da für ein Klo? Da haben wir auch diese komischen Rohre. Die gehen aber immer kaputt hier, ne? So. Ja, bei dir geht's gut aber, ne? Können wir mal den Müll leeren. Voll dieses Ding hier, ne? Da kannst man hier doch noch über leeres Glas nachdenken. Trinken. Da kannst du uns auch mal was zum Mampfen machen. Ne? Du brauchst auch gar nichts zum Mampfen. Das ist eigentlich voll chillig als Vampirin. Wir brauchen aber die Bücher. Die haben wir jetzt nicht da hier auch, ne? Scheiße. Entschuldigung, aber es ist ja doof jetzt. Wir müssen wieder in die Bibliothek gehen und die mal irgendwie... Weil ich würde die ungern kaufen, weil das ist ja voll teuer. Aber das Zeug können wir auch mal... Das Schulprojekt können wir verkaufen. Da haben wir noch Geld. Das ist erlaubt, ja, ne? Aber da haben wir noch Fotos. Sehr cool. Können wir machen da mal ein paar Fotos hier hin mit der Ready. Bisschen Personal Touch. Hast du noch Flecken im Gesicht? Oh, ein Mini... Mini ist auch dabei, aber schlechte Qualität. Haben wir da irgendwie noch bessere Qualität? Qualität schlecht, alles schlecht hier. Na toll. Also trotzdem cool. Mit Mini und natürlich Schneidkatze. Die können wir uns eigentlich auch holen, oder? Die Misty gehört ja zu Rosie eigentlich. Und dann noch ein eigenes Selfie-Porträt. Das ist doch cool. Ja, so machen wir das. Rahmen hinzufügen. Gleich mal was Personality hier. Personal Touch. So. Und auch du hast hier Fotos, ne, mit deiner Verlobten. Aber die kommen bei dir ins Zimmer. Sollten wir bei ihr vielleicht auch ins Zimmer reinmachen. Deiner Verlobten. Deiner Freundin. Mehr hast du gar nicht. Nee. Machen wir das mal so. Mit dem Vampir hast du gar kein Foto gemacht. Das wär's ja noch. Rosie, was machst du? Glas Wasser trinken. Okay. Und du bist am Schreiben. Ich glaube, du bist schon fertig, ne? Ja, alles hier, Gold hier. So, dann hör mal auf. Daniel ist hier überfordert, trotz Starter-Apartment. Wenigstens haben wir kurze Wege, ne? Das ist ja immer so die Sache. Ja, wirklich mal. Aber das ist ja schnelle Mahlzeit essen. Mach mal Hähnchen-Nuggets. Und dann gehst du schlafen. So, und dann ziehen wir mit Rosie um die Häuser, nämlich, ne? Rosie... Geh mal ein bisschen raus hier. Guck mal, wir sind mitten in der City. Da ist ja was los. Such dir mal ein Opfer. Wer ist das hier? Wer ist das? Nakimaki Nakamura. Oh, die kennen wir nicht. Wir suchen mal jemanden, den wir kennen. Oh, der ist ja cool. Rocket Galaxy. Ah, das ist Rocket von den Guardians hier. Oh, wie cool. Du kannst jetzt mal hier hinfließen als Vampir, bitte jemanden. Hinfließen. Kann ich vorstellen. Das ist voll praktisch als Vampir-Girl hier, ne? Und schon ist die Fledermaus weggeflogen hier. Guck mal an. Hallo, Rocket! Hallo, Rocket. Ja, dank deinem Elternfreundmerkmal hier auch Freunde vorstellen. Was machen wir denn? Hast du irgendwie Kohle? Karrierefragen. Rocket, Anmachspruch. Komm, das kann doch die. Oh, wir können doch unser unwiderstehlich Ding hier Parfüm auflegen hier, oder? Verführerisches Gesicht, das war's hier. Guck mal an. Und dann hier, Herzen kommen, mach Komplimente, mein Pokémon. Schon hat sie wieder hier das Parfüm hier. Romantikerin. Und viel Romantik in ihrem Leben. Aufreizend posieren, hallo. Wir werden hier schon alle hier wieder. Was ist denn das hier? Shingo Hayashi. Alle hier schon betörend
Gruß anbieten. So, und jetzt dürfen wir Plasma trinken, ne? Komm, wir trinken einen kleinen Trank nötigen. Kleinen Trank. Ja, ja, das ist in Ordnung. Also gerade für Käufer. Kriegen wir dann was umsonst? Yay. Ah, da kommen alle hier. Auch Gamora hier, hallo. Ah, ist das gut. Den haben wir erstellt im Livestream. Ist vergessen gewesen. Ach ja, toll. Ich freue mich. Wir sind in der Stadt angekommen. Rosie, hör mal auf hier zu labern. Komm, mach mal hier schnell da. Schrank nötig. Guck mal, ich habe eine Rose für dich. Auch für mich. Dankeschön. So. Das ist erstmal gut, ne? So. Wir überzeugen alle mit diesem verführerischen Face hier, ne? Jetzt machen wir mal. Guck mal. Muss du durch das Fell? Das muss gehen, ne? Ja. Geil. Ja, wie cool ist das denn? Ach. Ah. Man sieht aus, wie wenn er sie auch hier beißt. Das ist cool. Rocket! Oh, die beißt ja, mag ich dich. Aber ihr seid doch alle hier nicht mehr getüttelt. Oh, was brauchst du im Waschbecken? Nee, du gehst noch den Müll rausbringen hier. Du hast noch den Müll mit dabei. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Gute hier, ja, so. Okay, dann gehen wir aber, wir gucken mal, was Lila macht. Lila, bist du schon im Bettchen? Das ist sehr gut. Alles grün außer Schlaf, so muss es sein. Rosie, du musst auch mal irgendwas arbeiten. Wäre zumindest nicht schlecht, ne? Was hast du denn hier? Renaissance Sim. Was machen wir für Rosie für eine Arbeit? Was machen wir? Das müsst ihr mal abstimmen. Müsst ihr mal abstimmen, was wir machen sollen für die Rosie. Schreibt das mal in die Kommentare auch, was ihr euch wünscht. Und liked die Jobs, die euch am besten gefallen. Und dann bringe ich die Top-Jobs hier zur Umfrage dann nochmal. Und dann stimmen wir ganz demokratisch unter allen ab. So. Dann geh mal zurück in deinen Schlaf. In deinen Schlaf. In deinen Sarg. Daniel ist halt verwirrt. Alles neu. Neue Family. Weiß noch gar nicht so recht, was tun. Ja. Jump, jump, jump. Wow. Du verstreust dir den ganzen Vampir-Charme hier in der City. Wir müssen echt mal gucken, dass wir hier mal auch ein bisschen City-Gameplay reinbringen. Ist gar nicht mehr so schlecht. Und die WG, die können wir vielleicht auch vergrößern dann noch. Wie gesagt, mit anderen Teens. Machen wir noch eine Rentner-WG, weil die werden ja alle alt jetzt bald. Und dann passt das schon. Hier, Vampir-Energie ist gleich schon wieder oben. Wir können mit dir echt einiges machen, gerade was Fähigkeiten und so angeht. Da kann man eigentlich einiges tun mit einem Vampir. Das ist schon ziemlich cool, solange man nicht in die Sonne geht halt, ne? Ist klar. Yay, alles grün. Nächstes Mal geht's weiter mit unseren Schreiberlingern und Kritikern und... Oh, müssen wir mal gucken, Rose. Was ist das? Ist das gut oder ist das nicht so gut? Normal. Okay, die sollen so aussehen. Jetzt habe ich es verstanden. Die sollen so aussehen, die Dinger. Aber guck mal, hier ist so ein bisschen komisches Zeug hier außenrum. War nicht so schön gemacht hier, ne? Wieso wächst der schon schneller wie der andere? Hier, das geht ja mal gar nicht. Okay, wir machen da ein schönes Apartment dann auch. Oh, wir haben noch einen Balkon jetzt hier. Ja, danke. Guck mal an, du hast auch noch das große Zimmer und den Balkon. Jetzt sitzt du zu der Tag. Dankeschön. Okay, ich dachte, was ist das für eine Tür hier? Eieiei. Okay, können wir auch mal hier gucken. Nachrichten lesen. Ja, gucken wir nächstes Mal. Danke euch fürs Zuschauen. Ein neuer Storystrang ist heute entstanden mit Rosie und mit Lila hier in ihrem Starter-Apartment ohne Cheats. Ich freue mich auf das Gameplay. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier im Let's Play oder natürlich einem anderen Video eurer Wahl jetzt noch. Falls ihr noch mögt, dann bis dann. Macht's gut. Ciao.